Ein herzliches Grüß Gott, einen guten Tag und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Folge Gothic Rebalanced und Repolished. Ich darf mich auf jeden Fall schon mal bei euch bedanken, dass ihr mal die erste Folge reingeguckt habt und es soll auch so weitergehen. Deswegen auch die zweite Folge und auch einen ganz lieben Dank an Jorgensen, wo seine Community auch mal hier reingeguckt hat und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Und erwähnen möchte ich auch noch T.K.96, der mir angeraten hat, noch die Gothic Weapons Rebuild Add-on zu installieren. Ja, das habe ich dann auch gemacht und dann gucken wir mal, was das eigentlich ist. Ja, wir haben bessere Texturen für die Waffen. Gucken wir mal auf den Schatten. Der hat ja eigentlich eine ganz schöne Klinge mit Ornamenten. Und auch meine Spitzhacke oder die von diesem Butler hier, Guy, ist auch viel formschöner und viel besser und detailreicher gestaltet. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön. Was ist denn jetzt hier meine Butze? Das ist die hier, das weiß ich natürlich. Ach, hier haben wir noch einen Schinken, auf den wir erstmal platt drücken müssen, damit er auch besser verzehrbar ist. Und hafen wir mal eine Runde bis zum nächsten Morgen. Schön. Das ist jetzt passiert. Der nächste Morgen ist angebrochen. Und weiter geht's, indem wir noch mal ein bisschen hier die Leute erkundigen. Es gibt einen Fletcher, der hier so diesen Bereich überwacht. Der ist hier zu finden. Schau mal. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Gut. Okay. Ja, eine ganz schön große Klappe hat dieser Fletcher. Lass mich mal vorbei. Dieser Fletcher für seine Größe. Das ist ja ziemlich klein, der Heinz da. Gut. Der Neck wird ja vermisst auch von Snuff. Und Snuff braucht dann auch noch so ein paar Zutaten für seine leckere Suppe. Fleischwanzensuppe à la Snuff, aber wir können hier nochmal den Schmiedchen ansprechen, was er so macht, wie es ihm so geht. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert, aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert und das kriegen sie von mir. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Übrigens, in der Dialogoption kann man schön sehen, wie gut texturiert zum Beispiel die Spitzhacke hier vom namenlosen Held ist. Na, Schmied, wie... Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Okay, sein Geschäft läuft wohl ganz gut, aber ich habe leider nichts für ihn an Aufträgen zu geben. Da habe ich mich eben verdrückt. Das sei mir bitte verziehen, aber gucken wir noch ein bisschen hier so rein, wenn ich hier reingehe. Ihr wisst ja, wir dürfen hier nicht rein. Ja, Snuff und seine Zutaten.
gucken wir mal hier rein, ob wir irgendwie was finden hier. So, da gehe ich lieber nicht lang, sonst gibt es... Oh, da ist was. Gut, da gehe ich nicht hin. Was hast du hier gemacht? Absolut. Was hast du hier gemacht? Okay, hier kann man allgemeine Fragen stellen. Wie sieht's aus? Ich habe die letzten 2 Wochen in der Mine geschuftet. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Also geh mir nicht auf den Sack. Du hast ihn doch gerade selbst gejuckt, den Sack, du. Gibt es hier noch irgendwas Interessanteres als Hütten? Abends kannst du dir in der Arena ansehen, wie sich die Gardisten gegenseitig die Fresse polieren. Das ist den Eintritt glatt wert. Wer hat dir das Sagen? Die Erzbarone. Sie organisieren den Erzaustausch mit dem König. Je höher du stehst, desto mehr bekommst du. Mein Gott, das ist hier eine Pinkelecke, was? In den Strahl sieht man nicht, aber man hört's. Okay, wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Wo finde ich? Gut, okay, das sind ja rein informative Fragen. Torus, Diego, wissen wir doch alles. Die haben ja alles nur so allgemeine Antworten und Fragen, die man stellen kann. Gut, bist du ein wichtiger Buddler? Nein, bist du nicht. Ich höre Fleischschwanzen, liebe Freunde. Da läuft mir doch glatt das Wasser im Munde zusammen. Okay, ja, wo sind's denn die Fleischwanzen? Ja, die müssen doch hier irgendwo sein. Na, wo seid ihr? Das ist wieder schwierig hier. Das ist alles nur... Und warum sind die eigentlich hier... Oh, immer nur an der Wand am Laufen. Die kriegt man nämlich unheimlich schwierig. So, okay. Die nächste Fleischschwanze auch. So, dann haben wir schon mal 2. Vielleicht gibt es dann hier noch welche. Hier ist eine Kiste. Öffnen wir die mal. Was finden wir? Nichts. Okay. Schön. Schöne Vegetation. Und das Gute ist mit diesem Texture-Pack von Artstuff, es sieht nicht so bunt aus. Es bleibt also verrucht und dreckig. So wie wir es alle kennen. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwo mehr Fleischschwanzen finden. Da komme ich ja glatt ins Stottern. So, hier darf ich auch rein. Bist du denn gefüllt? Ah, die muss ich knacken. Oh Mist, mein einziger Dietrich ist abgebrochen. Ha, hätte ich mal gespeichert, dass ich jetzt mal tun werde. Dafür drücke ich immer die Pause-Taste für mein Aufzeichnungsprogramm. Also nicht wundern. Kann schon sein. Wenn ihr das Menü nicht sehen solltet. Manchmal kann es auch passieren, dass nach dem Abspeichern und ich die, das Spiel gepausiert habe, also die Aufzeichnung, dass dann so ein kleiner Ruck passiert. Das ist manchmal so, aber ich hoffe, dass es dann flüssig übergeht. Gucken wir mal. Ich brauche noch Fleischschwanz hin. Ich brauche auch Höllepilze. Ich brauche so viel, damit ich endlich mal für den Snuff die Suppe backen kann. Na, nicht backen, kochen. Ist ja die kochen. Ah, ein neues Gesicht? Jack. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann, das ist nicht viel. Noch einer, der was eintreiben will? Okay. Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest oder mit einem der Sektenspinner, die dir die Backe voll quatschen, kannst du auf mich zählen. Wenn du dich mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist das. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Ja, so viel habe ich ja nicht. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erst mal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Nicht so viel Quatsch.
Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. Gequatscht wird viel. Ja. Klar, dass das Ärger gibt. Sehr suspekt, dieser Jekyll. So, dann sehen wir hier einen vom neuen Lager. Das ist der Mordrak. Der kann uns mit Sachen helfen. So, hier zum Beispiel gab es einen kleinen Sprung, als dieser Schatten da weggegangen ist. Da habe ich mal wieder abgespeichert. Gut, Mordrak, mal gucken. Hast du denn irgendwas? Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ja, dann zeig sie mir mal. Aber kein leeres Zimmer da. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Was haben wir denn hier? Zähne, Becher, Erz hat da. Da könnten wir eigentlich auch mal tauschen, aber das mache ich alles später. Gut, schön, dass du solche Sachen hast, Herr Mordrak. Du bist also Händler. Schauen wir doch mal ins Logbuch. So, verschwundener Gardist, das ist immer noch das mit Neck. Die Budler im Arena-Viertel wissen vielleicht, wohin Neck verschwunden ist. Gucken wir doch mal nach. Solange ich damit nichts zu tun habe. Arena-Viertel ist ja auf der anderen Seite. Mal gucken wir erstmal hier genau nach. War doch klar, dass... Ja, sind Dexter. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Wahrscheinlich hast du... Was ist denn Sumpfkraut? Was ist Sumpfkraut? Neuer, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Und... Du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Ja, ja. Nach einer schwierigen Sache hört sich das an. Genau, immer fragen, was für einen dabei herausspringt. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Das ist wirklich nicht mein Problem. Es kann sein, dass ich Rezept bezahlen. Ja, okay. Auf jeden Fall Vorschuss verlangen. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Das war kein... Okay, kein Erz, kein Rezept. Das klingt sehr konsequent. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Man darf auch nicht alles glauben. Mal gucken, wie weit wir kommen. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst ja dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Okay. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Und du hast auch Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ach, Traumrufe, 15 schwarzer Weiser, grüne Novize, Gold und eine Karte der Kolonie. Gut, dann wissen wir ja Bescheid, was du so hast. Dann speichere ich mal ab. Weiter geht's. Irgendwer Wichtiges noch hier? Oh, da ist ja so ein... Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien.
In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Ja, ich denke mal, das machen wir mal später, ihm zu folgen. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Ja, und da ist natürlich meine Überlegung, vielleicht könnt ihr das auch in den Kommentaren schreiben, welches Lager ich mich anschließen soll oder ob ich gildenlos bleibe. Das soll ja hier mit dieser Balancing Mod funktionieren. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Ja, ja. Was hat er denn zu euch gesagt? Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Ah ja. Das machen wir später. Gut, was haben wir denn hier noch? Fisk. Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Ja, genau. Hast du denn eine Rüstung für mich? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Butlerhose kaufen für 500 Erz. Und eine leichte Butlerhose für 100 Herz. Erz natürlich. Gut. Okay, er verlangt natürlich viel für seine Rüstung. Ich werde mal rausgehen. Das heißt also, ein bisschen so hier bei dem umgestürzten Turm. Na, hämmerst du schön bekloppt? Erinnert mich an Fellan. Der bekloppte Fellan. Nee, der irre Fellan. Oh, gehen wir mal hier raus. Guck, guck. Richtig gut aus hier. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, da hinten haben wir noch ein paar schöne Viecherchen zu erlegen für Erfahrungspunkte. Auch hier war wieder Speichern. Apropos Erfahrungspunkte, wir haben ja schon 10 Lernpunkte. Aber trotzdem mal gucken, ob wir die Scavies oder die einzeln herauslocken können. Mal gucken, wer ist näher. Na? Ah, da war ich zu schnell. Jawohl. Okay, alles gut. Hat mich natürlich ziemlich arg gebissen, aber ich muss erstmal gucken, ob ich mit meiner Combo hier wieder zurechtkomme. So. Das
dauert halt eben ein bisschen, braucht ein bisschen Übung. Dann haben wir alles. Schön. Jetzt gehen wir mal hier in die Richtung. Ah, Seraphie. Höllenpilze, Höllenpilze. Oh, ich muss mal eben meine Technik mal reparieren. Ach, das war nur ein leichter Wackler im Mikrofonstecker. Mal wieder auf zu stramm hier bei mir am Platz. Ja, da haben wir wieder drei von diesen Mole Rats. Ihr wisst ja, wir haben ja die Erfahrung gemacht, wir sollten auf gar keinen Fall auf drei Mole Rats losgehen. Vielleicht können wir sie dann mal auch wieder einzeln herauslocken. Oh, hier gibt es noch wieder Höllenpilze. Wozu habe ich denn meinen Quickload hier? Nehmen wir den. Sind ja die Geräusche von denen ja richtig passend. Okay, jetzt will ich nochmal speichern. Okay, wieso müsst ihr eure Position immer ändern? So, jetzt... Ja, mach mal die breite Maul hier. Okay, komm hinterher. Na? Perfekt, perfekt, perfekt. Das war das. Ja, nochmal. Ich vertue mich immer, weil ich auch noch gleichzeitig Gothic 2 spiele. Eine Modifikation nennt sich Odyssey im Auftrag des Königs. Könnt ihr auch ganz gerne mal reingucken. Das ist eine sehr, sehr große Mod. Dort ist Varant auch wieder zu sehen. Und Nordmar. Du bist aber schnell. Ist ja gar nicht großartig. Mich vorgewarnt. Hat er mich doch noch ein bisschen erwischt. Aber das ist nicht schlimm. Und was mit dir? Wunderbar. Okay, wir sind hier alle von der Höhle. Ich habe noch Pilze gesehen, kann das sein? Waren hier nicht noch Pilze? Ja, hier. Wunderbar. So, wer ist hier drin? Ist hier jemand? Da liegt einer. Gibt es einen Apfel? Was gibt es hier noch? Höllepilze. Apfel. Heilkräuter. Komm, bück dich mal hier. Verwitterte Axt. Jo, zu der Leiche gehe ich später. Insider wissen, wer das ist. Ein toter Gardist mit 10 Erz. Das ist doch perfekt. Jetzt habe ich ganz schnell was genommen. Und zwar war ein Amulett zu finden bei ihm. Des toten der Name Neck ist auf der Rückseite eingraviert. Also haben wir den neckischen Neck gefunden. Da können wir ja schon zwei People Bescheid sagen. So, sonst irgendwie noch wer hier? Nö. Okay, dann gucken wir mal weiter, nachdem ich gespeichert habe. Ja, dieses Gothic, das versetzt mich auch in alte Zeiten, 2001, wo mir einfach mal einer so zwei CDs geschenkt hat. Das war damals noch aus einem Spielemagazin, nannte sich Games Nummer 6. Und ich wollte überhaupt gar nicht spielen, da das Ding, er hätte nur grob erzählt, worum es ging. Naja, aber er hat unbedingt darauf bestanden, dass ich das Spiel mal spiele. Ich habe es dann auch installiert, er hat es mir gezeigt und irgendwie war ich dann gleich hin und weg. Weil man kann hier überall hin. Es ist eine offene Welt. Es sind die Viecherchen zu erledigen, wie zum Beispiel hier wieder Scavengers. Und da oben kann man wieder hochklettern. Also... Apropos hochklettern, machen wir das mal als... Hallo? Du sollst so hochklettern. Gut, okay, haben wir halt eben noch ein bisschen. Junge, was eine Vegetation hier. Das ist gut.
kommen wir hier hoch. Jawohl, kommen wir hoch. Denn das fordert auch heraus hier, um zu gucken, was hier alles ist. Hier, da steht einer. Ah, wer ist das? Natürlich Gilbert. Übrigens, die Synchronstimme. Was machst du denn hier? Hab nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Er hat mich gleich unterbrochen. Pitt Krüger, Gott hab ihn selig, der ist schon etwas länger verstorben. Gut, dann fragen wir ihn mal. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager, hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Kennt das wer? Achso, ich hab's. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze. Okay, sorry. Ja, nee, ich war auch mal zu Gast in einem Podcast und. Da habe ich den Gilbert auch versucht, ein bisschen zu vertonen als alter Sack, nicht wahr? Ja, manchmal verfalle ich immer in so komische Stimmen oder. Nee, was will ich denn dauernd hier mit der Waffe? Oder in Dialekte. Also, das ist so meine Art, ein Let's Play zu kommentieren. Spontan und so aus dem Bauch heraus. Ich hoffe, das wirkt dann auch nicht so anmaßend oder so. Müsst ihr mir Bescheid geben, wäre cool. So, und das Tolle ist, immer forschen, forschen, forschen. Gut. Was ist das hier? Bewachsen. Cool. Ja, da würde ich mal sagen, wir gehen wieder weiter runter. Das wird jetzt natürlich etwas hakeliger werden. Da gibt es nämlich so eine Stelle, da fällt man schnell runter. Ja, oder man rutscht runter. Schauen wir mal. Ah ja, okay, da. Machen wir das mal schräg, weil vorher speichere ich. So gut, dann gucken wir mal, ob wir hier so einigermaßen runter nicht kaputt gehen. Oh, sorry Leute, das meine ich. Okay, nochmal neu laden. Ich bin auch zu tief gefallen. Naja, manchmal haben die Grasbüschel doch sowas Nachteiliges. Ach, da hinten. Oder? Ja, natürlich, hier an der Stelle. So, jetzt hat Lee. Und. Oha. Wieder. Ja, das ist echt. Oh, nee, ne? So, ich mach das anders. Ich mach's mal im Off. Hab keinen Bock, hier die ganze Zeit auf den Hintern zu fallen. Schöner Übergang. Jetzt bin ich endlich unten gegangen. Ja, ich brauchte nur noch diesen Versuch, mehr auch nicht. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir werden mal an diesen Scabbies vorbei uns schleichen, so gut wie es möglich geht. Okay. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas liegt oder irgendwas Lootbares. Nö. Ich halte mich da lieber raus. Dieser Seitenruck war Umsehen. Habe ich noch nicht definiert. Dafür habe ich für mein Aufnahmeprogramm diese Taste definiert. Also nicht, dass ihr euch wundert, so von wegen, das wären jetzt hier irgendwie ganz komische Zuckungen vom Spiel. Nein, das waren komische Zuckungen meinerseits. Gut, was ich natürlich noch in dieser Minute oder in diesen Minuten noch ganz rasch erledigen möchte, ist nochmal auf jeden Fall zu Snuff gehen. Und vielleicht noch zu Fletcher. Wer ist denn näher von denen? Aber in seiner manche lernen erstmal. Na, Diego, alles klar, immer. Gut. Immer wieder dieselbe Leier. Aber ich hab noch deine Zutaten nicht, Snuff. Nein! Hey Mann, neu hier? Dich hab ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komm ich ein Stück mit.
Du kannst sicher einen Freund brauchen. Nö. Verpiss dich. Du bist heute nicht... Ja, sorry. Sag mal, wohin... Ich hab doch gesagt, du sollst dich verpissen. Willst einen Moment allein sein, hm? So, Ende. Zack. Und ihn auf jeden Fall erstmal zum Wegrennen Steck bewegen. Steck die Waffe weg! So, ja, ist gut, Snuff. So, wie wär's, wenn du dich mal ansprechen lässt? Danke sehr, auch noch nicht. Dann rüber zu Fisk. Nee, Fletcher, sorry. Im Arena-Viertel, ob er da noch ist. Aber behalt's für dich. Du gehst noch mit den Scabby. Aber mach das richtig dahinter, ne? Ich muss ja her schmecken. Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt hab ich ein Problem. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Tja. Lass mich mal vorbei. Das ist dein Problem. Ja, liebe Freunde, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt für die zweite Folge. Vielleicht habt ihr ein paar neue Sachen entdeckt. Schreibt gerne in meine Kommentare rein. Und wir sehen uns wieder bei dem dritten Teil. Also vielen Dank. Absolut idiotisch. Man darf auch nicht alles glauben, was man zu tun hat. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. An der Geschichte muss doch was damit nichts zu tun haben. Der letzte